Und damit willkommen zurück zu SteamWorld Dig 2. Wir müssen jetzt hier in... Oh, wie kommen wir denn da hin? Oh, verdammt. Oh, hier unten gibt es was. Frage ist, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Das höhere Springen? Was ist das? Höheres Springen würde gar keinen Sinn ergeben. Das heißt, was wird es sein? Sind wir mal neugierig und lassen uns überraschen. Ich für meinen Teil bin schon überrascht, dass überhaupt noch sowas kommt. Greifhaken bekommen. Wofür ist der? Okay. Nice. Kann ich das auch im Sprung? Ja, ich kann es auch im Sprung. Und schnell weg. Halt. Nehmen wir natürlich mit, das Verbesserungsrädchen. Jawoll, da gibt es auch nochmal schöne Sachen hier. Ja. Die Oase, was bist du hier? Was macht ihr dürren Metalldinger überhaupt hier? Rosi hat mich eingeladen, ein wenig zu reden. Typisch für meine weiche mutierte Tochter. All ihre Muskeln würden nicht einmal ausreichen, um eine Dose zu zerquetschen. Das ist aber nicht sehr nett. Was sollen wir sonst mit dem Dynamit machen? Ich mag diese fleischigen Fleischsack. Gut, aber ich guck gerade, wo ist hier ein Händler? Da nicht? Ne, hier ist keine Upgrade-Station. Nein. Nein! Schön, dass du etwas Nützliches in meinem Lager finden konntest. Siehst bereit aus. Jetzt musst du für dich herausfinden, wo dieses Erdbeben herkommt und sie stoppen. Hilf mir, meine Sippe zu beschützen. Ich gebe schon alles, was ich kann, nur damit sie mich hören. Ich weiß nicht weiter über die Beben, aber vielleicht kannst du ja an der Oberfläche einen schlauen Bot finden. Vielleicht werde ich dann herausfinden, wohin Rusty verschwunden ist. Endlich. Okay, ich muss dann anscheinend nach oben. Das heißt dann... Ja, Verkaufsbonus. Gut. Dann gehen wir mal nach oben. Aber erstmal hier verkaufen wir. Boah. So. Verbesserung. Soll irgendwelche Drüsen, habe ich gehört. Verbessern. Ja, das ist das. Eine größere Tasche macht natürlich auch Sinn. Gut, dann nehmen wir einfach mal die Tasche. Gehen hier runter. Jetzt will ich natürlich auch wissen, was sich da unten alles befindet. Weil hier waren wir ja schon mal. Ich weiß, dass wir auf der einen Seite dann nämlich was ganz Interessantes hatten. Das will ich jetzt nochmal herausfinden. Das war nämlich, glaube ich, hier. Gehen wir einfach mal da zurück. Frage ist, wo war das? Also hier war es schon mal nicht. Da war es. Ah, komm. Jawoll. Es geht sogar gleich kaputt, finde ich noch besser. Und hier machen wir auch nochmal kaputt. Und da kommt eine Leiter runter. Und jetzt können wir überlegen, wo gehen wir lang. Ach komm. Hier hoch gehen wir.
Oh, Gold. Bin ich natürlich noch eleganter. Und damit kann ich schön Schaden austeilen. Und hier hoch. Ich habe mir gerade die Frage, wie komme ich da am besten hoch? Da komme ich, glaube ich, so gar nicht hoch. Aha. Daneben. Wahaha. So kommt man da hoch. Und machen wir kaputt. Sammeln hier das Gold ein. So, können wir da oben irgendwas finden? Ich bin halt jetzt wirklich gerade neugierig, was hier alles so ist. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Okay. So, da komme ich dahin. Okay, und da komme ich dahin. Da kriegen wir es. Das ist super. Hier vorsichtig runter. Und hier lang. Hm. Gut, damit würde ich das da unten eigentlich nur... Gehen wir einfach mal hier so... Ah ne, da kommen wir her. Fragezeichen. Listige Loren. Tanken wir das Wasser auf. Bin mal neugierig, was wir hier brauchen. Okay, das hilft auch nicht, ne? Nein. Okay. Also wir müssen jetzt irgendwie herausfinden, wie wir diese Lore zum Fahren kriegen. Ah, das bringt mich auch nicht weiter. Okay, wow. Habt ihr den Betrag gerade gesehen? Okay. Geh mal davon aus, dass das damit zusammenhängt. So. Nee. Ich in den geschoben. Ja, den krieg ich darauf, aber wir kriegen den anderen jetzt darüber. Ah. So. Dann darüber. Genau. Ha. Okay, da komme ich da raus. Aber wie komme ich da jetzt rüber? Hm. Au. Warte mal, den kriege ich da lang? Oh, warte mal. Den machen wir mal kaputt. So. Gehen wir hier runter und der kann dahin. Aber das bringt mich noch nicht weiter, ne?
Nee, nicht wirklich. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Das geht nicht. Anscheinend fehlt mir dazu noch irgendeine Fähigkeit. Ja gut, nee, keine Ahnung. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, da kann ich jetzt gerade gar nichts machen. Jetzt die Frage, gehe ich da jetzt runter oder? Und was haben wir hier? Was? Ja. Okay, da bin ich runtergefallen. Und da geht's runter. Oh. Okay, jetzt weiß ich, was ich hier brauche. Da muss ich wieder hoch. So. Und ein Lehrbuch für Kinder. Gut, also hier fehlt mir dann noch was. Hast mich nicht erwischt, hast mich nicht erwischt. Nee, komm, ich gehe ganz normal runter. Das heißt, hier habe ich auch alles. Da das jetzt hier keine Teleportstation war, aber egal, ich habe 5 dieser tollen Dinger hier gefunden. Na komm. Hier hoch. Hier hoch. Der Weg nach oben ist echt nervig. Schön, ist auch wieder aufgefüllt. Damit haben wir wieder ein bisschen was am Knete verdient. 96. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann... Oh. Ach cool, hier kann mir gar nichts passieren. Nein. Wie das? Okay, Bearbeitungs bla bla bla. Moment, was? Kann irgendwas mit den Stiefeln anfangen? Er hat was von Hydraulik geredet. Sprinthydraulik. Das heißt, wir gucken mal bei den Rädchen, ob ich hier irgendwas verbessern kann. Nee, kann ich zurzeit noch nicht. Das hier ist, Anlaufzeit verbessern. Besieggegner haben eine Chance, eine zusätzliche Lichtkugel zu hinterlassen. Du hast eine Chance, 2 Ressourcen aus einem Ressourcenfeld zu bekommen. Das ist geil. Okay, und ich habe sogar eine Teleportmöglichkeit. Naja, nun gut. Oh krass, was wir hier noch alles haben. Oh, die Rakete sieht echt hammermäßig aus. Nun ja.
Da sich der Bürgermeister momentan ziemlich unlogisch verhält, muss ich auf Eventualitäten vorbereitet sein. Mein Seismometer sagt mir, dass mit diesem Erdbeben irgendetwas nicht in Ordnung ist, weißt du? Unsere Mine befindet sich direkt an der Grenze einer Verwerfungslinie. Ein größeres Erdbeben und bei beiden ist er mein. Professor, du bist ein schlauer Bot. Denkst du, dieses Erdbeben könnte Bot gemacht sein? Du meinst, ob jemand dieses Erdbeben künstlich erzeugt? Das könnte natürlich das äußerste merkwürdige Epizentrum der letzten seismischen Aktivität erklären. Laut meinen Daten lag es direkt im Zentrum dieser verrückten Kults- und Kleptomanen- und Weltuntergangspanikern. Also ist es möglich. Nun ja, um diese Hypothese zu testen, musst du die windigen Ebenen durchqueren und der Sache im Tempel im Osten auf den Grund gehen. Was? Okay. Halt, wartet. Okay, so komme ich doch hoch. Oh yeah. Da kann ich aktuell nicht weiterhelfen. Alle unsere Postbotennummer finden sich aktuell auf Bodengänge. Kommst du nicht ebenfalls dort draußen bei all den anderen? Es gibt nichts, das ein stärkeres Gefühl von Klaustrophobie aufkommen lässt, als die weiten Ebenen, kilometerlang nur Leere. Ich fühle mich schon beengt, wenn ich nur daran denke. Ich wollte gerade sagen, du hast sie doch auch nicht mehr alle, oder? Gut, also, wir wissen jetzt, wir müssen wieder durch die windigen Ebenen. Was nicht eben gerade mal ein Zuckerschlecken ist. Ich würde aber sagen, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.